Hallo Freunde der Klemmbausteine, willkommen auf meinem kleinen Kanälchen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und schaut mal, in diesem hübschen Katzenspielzeug verpackt befindet sich die Antonov 225 aus dem Hause G-Star. Set Nummer 57014, 5300 Teile. Kostet so roundabout 100 Euro bei Barrier. Ich habe die schon ewig hier rumfliegen und jetzt muss ich sie unbedingt mal bauen. Das gibt einen riesen Klopper. Das ist ein 1:84 Modell. Und da dieses Ding 85 Meter lang ist, oder knapp 85 Meter lang ist, wird das Set 1 Meter lang, 1,20 Meter Spannweite und mit Sockel 43 cm hoch. Und ich habe arge Bedenken, wie ich euch das hier in meinem kleinen Studio zeigen kann. Wir werden es gemeinsam herausfinden. Ich schütze das mal aus. Also da ist wirklich nur ein Set drin. Das ist wirklich riesig. Ich werde mal gucken, wahrscheinlich werde ich den Ton runterregeln, weil ich schütte das jetzt einfach so auf den Tisch. So, Spielzeug für die Katzen. Die war jetzt nicht da, keine Sorge. Und so schaut das dann aus, wenn man das ein bisschen sortiert hat. Ich habe insgesamt 14 Bauabschnitte hier und immer noch keinen Platz auf dem Tisch. Ich werde mal die 13 Bauabschnitte, die ich nicht benötige, mal nebenhin packen. Pack den ersten schon mal aus, verteile die Teilchen auf meine Tellerchen, dann werfen wir einen Blick in die Anleitung und dann geht es auch schon los mit dem Bau. So sieht das aus, wenn man nur noch einen Bauabschnitt auf dem Tisch hat und das schon auf seine Tellerchen verteilt hat. Damit kann man arbeiten, würde ich sagen. Wir haben jede Menge weiße Technikteile. Wir haben ein paar blaue Technikteile. Wir haben weiße Rahmen. Wir haben schöne Fliesen, die echt gut aussehen. Aber weiß verzeiht auch sehr, sehr viel, muss man ganz ehrlich sagen. Aber die Fliesenqualität an sich ist gut. Ich kann euch hier mal eine zeigen. Gucken wir, ob ich das mit der Lampe eingefangen bekomme. Da war sie doch, die Lampe. Da ist die Lampe. Ist okay. Also, schöne Fliesen. Für G-Star, bei großen G-Star-Sets war die Qualität immer super. Die haben auch ein, zwei Spielsets auf dem Markt oder mehr im Bereich 10, 20 Euro. Da ist die Qualität schon mal schwankend. Hier ist das super. Bisschen merkwürdig fand ich. Ich habe schon mal reingeguckt. Ich baue im ersten Bauabschnitt baue ich den Sockel und das Schild. Und sowohl die Grundplatten für den Sockel wie auch das Schild musste ich aus dem dritten Bauabschnitt rausholen. Und das finde ich ein bisschen merkwürdig. Wir werden mal gucken, was ich da sonst noch so brauche. Schönes, mattes, bedrucktes Schild. Sieht cool aus, hat auch keinen Angusspunkt. Wunderbar. Finde ich echt klasse. 8x16 Fliese. Genial. Teile hatten wir, dann gucken wir mal kurz in die Anleitung. Und da haben wir eine kleine Gröte zu schlucken. Beziehungsweise einen ganzen Froschteich. Da sind so ein, zwei Stickerchen mit dabei. Auch wenn die schön aussehen und glänzen, sehr viel Transparenz mit dabei. Und das sieht meistens, wenn man es auf irgendwelche Steine aufklebt, grauenvoll aus. Ich muss mal schauen, was ich da davon anbringe und was ich weglasse. Ich werde sie mit Sicherheit nicht alle anbringen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit werde ich nicht alle anbringen. Ist ein bisschen schade, aber gut. Ist halt so. Die Anleitung. Schönes Format, geklebt. Wir haben 458 Bauschritte auf 137 Seiten, macht ungefähr 11 bis 12 Teile pro Bauschritt und das ist für ein Technikset eigentlich nur eine recht stabile Größe, würde ich sagen. Ich brauche kein Bild, wo ich einen Pin reinstecke, das geht schon so. Teilliste haben wir keine, wir haben aber hier ein Bild für die Bauabschnitte. Wir sehen, was wir brauchen, Tüte 1, Blade und das Schild. Wobei hier nur eine Blade steht und ich brauche hier schon zwei. Ich weiß gar nicht, ob das noch mehr werden. Drei. Ach, hier stehen zweimal. Okay, ich brauche alle vier, die habe ich noch in der Tüte. Alles in Tüte 3, keine Ahnung warum. Vielleicht ist Tüte 3 so eine Mischtüte, muss ich mal gucken. Wir haben alles, was wir neu bauen. Gehen wir eine Seite weiter, da sieht man es besser. Alles, was wir neu bauen, ist in Vollfarbe dargestellt. Alles, was wir gebaut haben, wird verblasst oder ausgegraut dargestellt. Wir haben an sich schöne große Bilder. Das passt alles soweit. Eine Tüte 3 kann nicht nur Mischtüte sein, weil wir haben einen richtigen Bauabschnitt da damit. Okay,
dann haben die das einfach da reingepackt, warum auch immer. Ja, wir haben große Bilder, das sieht echt gut aus. Oh, das. Jo, das ist kein kleines Set, da geht ordentlich was vorwärts. Ich habe den ersten Bauabschnitt abgeschlossen und wir haben einmal einen kleinen Stand für das Typenschild gebaut. Da ist einfach ein Panel, ein paar Liftarme, das Ganze zusammengebaut, kommt da dran, zwei Bauschritte oder drei, super Sache, nichts Besonderes, aber nett. Stellen wir nebenhin und dann widmen wir uns dem größeren Teil. Das ist der Stand für das Flugzeug und da war schon ein bisschen mehr Aufwand dran. Bevor ich euch das jetzt gleich hochhebe, das steht auf dem Tisch oder auf einer Ablage, auf dem Regal, wie auch immer, und das Flugzeug drückt von oben drauf. Dafür ist es gemacht, dafür ist es stabil, das funktioniert. Wenn ich es jetzt gleich hochhebe und hin und her bewege, kann es sein, dass es an der einen oder anderen Stelle auseinandergeht. Aber es ist halt auch nicht dafür gedacht. Diese zwei Konstruktionen sind unterschiedlich hoch. Wir haben hier vorne haben wir große Technikrahmen hier unten, die senkrecht stehen. Hinten haben wir kleine Technikrahmen, die waagrecht stehen. Dadurch kommt der Höhenunterschied zustande. Ab diesem Technikrahmen, der obere Teil, ist absolut identisch. Das baut ihr aber trotzdem nicht zweimal, also mal zwei, das baut ihr zweimal hintereinander. Das haben die nicht gemacht. Im unteren Bereich sind Technik-Bricks angebracht, mit denen wir das ganze Set auf den Sockel drücken. Und dann haben wir hier diese Schrägsteine, diese Dachsteine. Und da kommen dann Fliesen drauf, die das Ganze noch einmal fixieren. Das heißt, wir haben hier unten also auf jeder Seite einen Haltepunkt von 3 Noppen Stärke über die komplette Breite des, oder Tiefe des Sets. Das ist stabil. Also das Ding, wenn das Flugzeug nachher drauf ist, das wird das halten können. Ich mag ja dieses Technik-Zusammengestecke. Ist jetzt hier keine Funktion, aber ich mag es einfach. Das muss man auch mögen. Dieses Set besteht aus sehr, sehr viel Technik. Wir haben auch ein paar Fliesen dabei und Steinchen, aber das werden wir uns nachher noch genauer angucken. Der zweite Bauabschnitt war recht unspektakulär, sieht aber cool aus, muss ich sagen. Wir haben einfach mal so zwei Reihen Technikrahmen, Technik-Brickrahmen, um genau zu sein, übereinander genoppt und haben die dann mit Brackets oben und unten versehen, auch mit mehreren Reihen. Und darauf haben wir dann, wie ihr hier seht, zwei Reihen Blades drauf gezimmert, was zur Folge hat, dass das Ding unheimlich stabil ist. Also das ist eine Konstruktion, damit kann man einen Baseball schlagen, ohne dass irgendwas passiert. Trotzdem sieht es recht unspektakulär aus, außer dass wir rundherum Noppen haben. Coole Sache. Bin ich jetzt schon mal gespannt, wie es weitergeht. Das war ein bisschen lose. Da kommt ja sicherlich jetzt noch eine Reihe drauf später oder noch mehr. Also das Ding macht einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Ich habe mit dem dritten Bauabschnitt hier den Bug gebaut und schau doch mal, der sieht doch echt cool aus. Die Slope-Qualität, schaut euch das an, sensationell, echt cool. Bin echt begeistert von der Qualität der Steine. Sieht super aus, ich bin wie immer zufrieden mit Cheestar bisher. Mal schauen, wie das weitergeht. Der Schriftzug Antonov 225 ist ein Aufkleber, der über den kompletten Slope geht. Ja, hier hätte ich mir einen Transfersticker gewünscht, aber er sieht gar nicht so schlecht aus. Hier hinten haben wir auch einen Aufkleber drauf. Man hätte das mit drei Prints auf drei Teilen, hätte man das auch bedrucken können. Wir haben hier oben zwei Slopes, die hätte man am Ende gelb bedrucken müssen. Und hier haben wir einen 2x2 Slope, der hätte auf der einen Hälfte blau sein müssen. Dann wäre das auch bedruckbar gewesen. War wohl in der Preisklasse nicht drin. Macht nichts. Was sie bedruckt haben, ist der Tisch vorne. Das können sie dann wieder. Andere Seite ist spiegelverkehrt, genau dasselbe. Und das Ding hat ganz schön Gewicht. Wir haben hier noch eine leichte Instabilität drin. Ansonsten, ich gehe davon aus, dass wir das noch überbauen, dass das dann stabil ist. Ansonsten hat er eine absinkbare Bugspitze wie die Concorde. Und das glaube ich ja wohl eher nicht. Ein weiterer Bauabschnitt und gefühlte 1000 Slopes später haben wir die Verkleidung für diesen Abschnitt zumindest. Sensationell. Sieht echt cool aus. Ist auf beiden Seiten übrigens identisch. Ja. Und wir haben von unten auch Slopes. Ja, warum auch nicht? Wir haben hier leichte Farbabweichung in diesem hellen Blau. Aber ihr seht die Qualität, der Glanz echt super. Und wir haben hier vorne einen Fahrwerksschacht. Der ist ein bisschen blöd konstruiert, möchte ich gerne sagen.
Wir haben hier Klappen, die kann man aufklappen. Dann können wir hier, haben wir eine Technikkonstruktion, das können wir runterklappen. Das funktioniert übrigens super, ja, wenn man die Klappe ganz aufmacht. Und dann kann man das auch wieder hier zuklappen. Das ist ganz nett. Aber jetzt versucht man das wieder hochzuklappen. Und meistens, ja, schon ist es passiert, zerlegt man da drin die Konstruktion. Die springt nämlich raus, die hängt nur auf zwei Noppen. Ich hole das mal hier raus. Das rastet auch hier vorne ein, das ist super. Ich versuche euch das mir rein zu zeigen. Wir haben hier diese Gelenke mit, die einrasten, also mit Rastpunkten. Das ist einfach, ich möchte es mal ganz einfach ausdrücken, das ist der falsche Stein für diese Konstruktion. Da gehören die anderen hin, die zwar einen Widerstand haben, aber nicht rasten, weil die Klemmkraft ist zu groß für die zwei Noppen oder vier Noppen, wo diese zwei Klammern unten auf dem Ding sitzen. Oder man hätte hier neben keine Reverse-Teils nehmen sollen, sondern normale Plates und hätte es unten nochmal quer verbinden müssen. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber es ist genug Platz drin. Wer möchte, kann sich das umbauen. Man kann das auch zuklappen, wenn das Fahrwerk draußen ist. Das geht soweit. Das ist ja auch kein Spielset. Das sucht man sich einmal aus und dann stellt man das dementsprechend hin. Also es ist auf dem Stand drauf. Man klappt es vermutlich einfach rein. Ja. Ansonsten sind die recht stabil. Also sie rollen auch. Schöne Sache. Ich baue jetzt hier gerade den Abschnitt, der hier an das Flugzeug anschließt. Und der ist von der Konstruktion her ein bisschen anders. Wir haben hier im Gegensatz zu dem vorderen Teil, haben wir hier eine Liftarmkonstruktion unten drunter. Slope ganz normal wie vorne auch. Ich gehe davon aus, dass das irgendwas damit zu tun hat, weil hier die Flügel oben drüber kommen. Und dass wir da bei der 1,20 Meter Spannweite, braucht man natürlich eine dementsprechend stabile Konstruktion. Ja, auch hier haben wir wieder jede Menge Brackets drauf gezimmert. Wir haben hier in der Mitte haben wir diese Vierer-Brackets, dann haben wir diese Jumper-Plates, also Plate 3 lang mit zwei Noppen oben drauf. Und dann haben wir hier oben diese speziellen Brackets, die auf der einen Seite eine Plate, auf der anderen Seite zwei Plate hoch sind, draufgesetzt. Und von unten, damit, weil wir noch nicht genug Brackets haben, haben wir hier nochmal eine Reihe mit den einfachen Brackets, die allerdings nicht so eine tolle Klemmkraft in den Steinen haben. Aber wenn das nachher verbunden ist, wird das schon funktionieren. Und damit das Ganze, das jetzt schon zum Scheibeneinwerfen reicht, noch ein bisschen stabiler wird, haben wir hier eine Technikkonstruktion aus Rahmen, die wir dann hörbar hier drauf drücken. Die schönen Fliesen verschwinden übrigens komplett drin, die wird man nachher nicht mehr sehen. Und wenn ich euch jetzt sage, dass ich nochmal 5 Technikrahmen übrig habe, die hier noch drauf kommen, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie stabil dieses Ding werden wird. Nach einer weiteren Lage Jumper Blades, zwei Lagen Blades und nochmal eine komplette Reihe Brackets hier oben etwas nach innen gesetzt, haben wir einen weiteren Technikrahmen zusammengebaut, den wir dann hier oben drauf drücken. Ich hätte das vorher üben sollen. Ja, das funktioniert. Steht hier vorne übel? Tatsächlich muss so sein. Ach ja, genau. Weil wir haben ja auch hier eine Kante, die eins weiter nach innen gesetzt ist. Hat also alles seinen Sinn. So. Dieses Tool ist unerlässlich bei diesem Set. Ich hau das von oben drauf. Das mache ich aber ohne euch. Ihr möchtet eure Ohren ja noch behalten. So, nachdem ich einen weiteren Technikrahmen hier drauf gebaut habe, also hier vorne noch einen, wir haben noch ein paar Plates zur Verstärkung und dann haben wir diese Konstruktion fertig und die sollen wir dann laut Anleitung hier dran schieben. Uff. Ah, das ist ein Totschläger. Krasse Sache. Da bin ich hier mal gespannt. Dieses ganze Ding hier, und ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch eine Ladeklappe, weil wir können diesen Liftarm, oder die zwei Liftarme, die können wir hier bewegen. Vielleicht kommt ja da noch irgendwas dran, dass wir hier eine Klappe aufmachen können fürs Fahrwerk oder so. Ich lasse mich überraschen. Auf jeden Fall ist das Ding jetzt schon lang genug, dass man es bequem hier in den Stand setzen kann. Also das seht ihr jetzt nicht. Moment.
Speicher. Und da kommt jetzt noch ein Stückchen dran. Und dann hört es doch schon auf, dass es auf mein Bildschirm passt. Ich sehe Schwierigkeiten auf mich zukommen. Der sechste Bauabschnitt ging recht fix. Klein übersichtlich, schau doch mal, wir haben wieder so eine Konstruktion gebaut. Zwei Reihen Technikrahmen übereinander, jede Menge Brackets nebendrauf, Blades drauf gezimmert, um das Ganze stabil zu bekommen. Hier haben wir in der Mitte jetzt Fliesen drin. Warum, weiß ich noch nicht. Wird schon irgendeinen Grund haben, werden wir noch rausfinden. Obendrauf haben wir jede Menge Jumperblades. Auch hier voll das Teilegrab. Also ich habe bestimmt schon 150 Jumperblades hier verbaut. Sehr genial. Dann haben wir das Heck gebaut. Das finde ich echt hübsch. Auch hier haben wir, ach guckt euch diese Slopes an. Die Qualität, sensationell. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das sieht richtig cool aus am Ende. Mega. Auch hier zwei Technikrahmen zusammengesteckt, jede Menge Brackets drauf. Selbe Prinzip. Und das kommt nachher hier rein und wird dann außen mit den Brackets hier mit Blades verbunden und wird bestimmt ziemlich stabil werden. Nett. Oder? Was meint ihr? Ich habe das Heck jetzt zu Ende gebaut und oh, das hat ein ganz schönes Gewicht. Wir haben die zwei Teile miteinander verbunden, haben hier drüben Slopes ohne Ende dran gebaut. Schaut euch das an. Sensationell, echt cool. Ja, der eine oder andere hat einen kleinen Kratzer, da muss man aber schon genau hingucken. Ich finde, das ist echt gut gelungen. Andere Seite ist wieder identisch und von unten haben wir es in diesem hellen Blau. Auch qualitativ super genial. Und das Ganze wird dann hier an die bisherige Konstruktion angedockt. Zwei Reihen Technikrahmen und jede Menge Pins. Dann kommt hier eine Fliese drauf. Und dann kann man das noch nicht hochheben. Es ist hier unten noch ein bisschen instabil, weil hier natürlich auch noch Slopes drüber kommen, um das zu verbinden. Oh, ganz schönes Gewicht. Das kriege ich so quer hin. Wir überprüfen mal die Länge. Und zwar haben wir 92 cm. Es sollten doch 99 sein. Na, vielleicht kommt hier oben noch was drauf. Aber selbst wenn nicht, ich bin auch mit 92 cm sehr zufrieden. Ich habe jetzt hier das letzte Stück der Seitenverkleidung gebaut. Ha, ich nutze mal den Stand als Ablage. Das Ding wiegt mittlerweile 2,4 Kilogramm. Und das ist halt sehr anstrengend, das Ganze in die Kamera zu halten. Wir haben hier wieder jede Menge Slopes draufgesetzt. Hier unten haben wir Tiled Modified mit Sieglem unten dran. Da werden gleich die Gegenstücke dran gesetzt, um die Klappe hier unten anzudeuten. Beziehungsweise hier kommt das Fahrwerk rein und hier kommt die Klappe halt dran, damit wir das auf und zu klappen können. Und wir haben hier vorne das Cockpit gebaut aus drei Modulen. Auch hier werde ich mal wieder absetzen. So ein Stand ist schon was Praktisches. Wir haben hier vorne ein Modul bis hier. Dann haben wir hier ein Modul bis hier. Und hier hinten das restliche ist ein Modul. Wird in drei verschiedenen Segmenten gebaut und dann hier drauf gesteckt jeweils. Und ich finde es optisch absolut knaller. Also wirklich knaller. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich hoffe, dass wir hier bei der Verbindung, wenn wir die Flügel bauen, dass wir dieses große Modul und dieses, dass das hier noch verbunden wird, weil die Stelle ist etwas instabil. Sobald diese Blade, diese Dreier-Blade hier rausgeht, knickt das ganze Flugzeug weg. Und wenn ich das hier hin und her hebe und es verwinde und das hier rausrutscht, dann wäre das sehr ärgerlich. Ich habe ein Fahrwerk gebaut. Mein Flugzeug liegt wie ein toter Fisch im Wasser auf dem Rücken. Aber ich wollte euch auch das Fahrwerk zeigen. Und zwar wird auf diesem Liftarm wird mit Technikteilen jeweils auf jeder Seite 7 von diesen Doppelreifen drauf gemacht. Ist ein schönes metallisches Technikelement. Auch der Liftarm ist in demselben Metallic-Farbe. Der Pin hier hinten wäre allerdings blau gewesen. Das habe ich ausgetauscht gegen schwarze. Und die kann man halt an diesem Liftarm so rein und rausklappen. Ach gut, da ist ein blauer 3L-Pin drin. Seht ihr jetzt nicht. Ich jetzt auch nicht mehr. Schnell weg damit. Ist eigentlich eine recht coole Sache. Dann haben wir hier so Slopes drüber, das finde ich nicht so cool. Also da hätten wir hier noch eine Reihe Blades geben müssen, dass wir die nicht alle, die muss man alle einzeln hier so rumklappen und dann so drauf drücken. Funktioniert allerdings super, also kann man jetzt nicht drüber beschweren. Ich finde es halt nur unnötig.
Da ist genug Platz drin, dass man noch eine Plate hätte drunter machen können, dass man nur eins bewegen muss oder sagen wir, oder zumindest zwei teilen auf jeder Seite. Das ist halt schon ein bisschen mühsam, finde ich, oder? Was meint ihr da dazu? Ich klappe die jetzt mal hoch, weil ich will es ja gleich noch umdrehen. Und wir müssen das auch umklappen, deswegen ist das hier zweigeteilt, weil die Reifen sonst gar nicht erst bis zum Boden kämen, beziehungsweise diese Slopes, der hier gerade abgefallen ist, das verhindern würden. So, dann machen wir die Reifen hier raus. Dann nimmt man das Fliegerchen, das kleine, und dann kann man es hinsetzen. Und dann kann man damit spielen. Ich stelle mir gerade so einen Fünfjährigen vor, der mit dem Ding durchs Wohnzimmer... Geil. Okay, Scherz beiseite. So, und hier hinten haben wir dann die Heckverkleidung noch gemacht. Es bricht gleich ins Lob. Das Ding ist bleischwer. Hier hinten haben wir das Ding weitergeführt. Hier kommt die Heckflosse dran mit dem Höhenleitwerk und dem Seitenleitwerk drauf. Und hier kommen die riesen Flügel dran. Ja, wie ich euch das dann weiterhin zeige, das wird echt ein Problem. Ich habe jetzt hier die Basiskonstruktion der Flügel fertig. Grund genug, mal reinzublenden. Hier haben wir aus Technikbricks, Technikrahmen, Liftarmen eine recht stabile Basis gebaut. Das ist die Mitte der Flügel, das kommt auf das Flugzeug. Ich musste hier meinen Tisch ein bisschen umdekorieren, aufgrund der Größe. Dann haben wir zwei Flügelhälften gebaut, die symmetrisch sind, aber halt spiegelverkehrt. Aber ansonsten sind sie absolut gleich. Die sind recht stabil. Jetzt beim Bauen ist es hier und da mal ein bisschen wabbelig. Von unten haben wir auch schon einen Teil mit Reverse Tiles und Reverse Slopes verstärkt. Das ist eine solide Basis, würde ich sagen. Und die kommen jetzt hier so nebeneinander. Deswegen musste ich hier umbauen. Wir haben hier übrigens 1,5 Meter von der einen Spitze, die ihr schon gar nicht mehr gesehen habt, bis zur nächsten. Ich krieg's nicht hin. Ihr versteht's. Also, und diese Basis kommt dann hier drauf. Irgendwie. So, Dele. Und schon haben wir einen Delta Flyer. Also, ich krieg's gar nicht aufs Bild. Es ist völlig unmöglich, das aufs Bild zu kriegen. Ja, und damit muss ich jetzt weiterbauen. Ich bin sehr, sehr begeistert. So, Freunde. Ich kapituliere. Es tut mir furchtbar leid. Meine Grenze der Geduld ist erreicht. Ich habe die Flügel gebaut. Sogar recht stabil. Ja, das hier ist schon recht stabil. Man, so geht man auch nicht mit dem Set um. Das ist nicht das Thema. Ich habe das hinbekommen, Flügel drauf gesetzt, alles super. Dann kommen die Komiker auf die Idee, wenn man diese 1,20 Meter Flügel da drauf gesetzt hat, dass man anschließend die Triebwerke unten drunter macht. Die teilweise nur mit zwei Noppen, beziehungsweise mit einer Noppe und hinten mit einem Hinge-Brick festgemacht sind, da unten drunter zu zimmern. Das funktioniert nicht, wenn es richtig steht. Also muss man es auf den Kopf drehen. Habe ich gemacht. Das hat sogar funktioniert. Ich dachte schon, es zerbröselt mir da dabei, aber nein. Das hat sogar wirklich funktioniert. Umgedreht, zwei Tellerchen rechts und links unter die Flügel, damit die nicht durchbiegen. Alles super. Triebwerke dran gemacht. Wieder umgedreht, fällt mir die Bugklappe ab vom vorderen Fahrwerk. Also, wieder umdrehen, weil man kriegt diese Bugklappe von unten nicht dran. Man muss da drei Blades tief rein. Das ist so ein kleines Loch, funktioniert nicht. Also, umgedreht, versucht die Bugklappe reinzusetzen. Fällt mir ein Reverse Tile in das Flugzeug rein. Keine Chance, sie da rauszubekommen. Null, einfach gar nicht. Ich habe es versucht, mit der Pinzette darum, gar kein Problem. Kapituliert, gar kein Thema, versucht es, dreht das Flugzeug wieder um, fällt mir ein Triebwerk ab. Habe ich versucht, das Triebwerk wieder dran zu bekommen und dann bricht mir das Flugzeug, wahrscheinlich durch die Hin- und Herheberei hat sich die Noppe hier neben gelöst. Dieses Flugzeug, die zwei Teile, Beton mit aufspringen, die werden hier verbunden. Na komm schon. Und dann halten die nur an den Noppen, die ihr da vorne seht. An diesen 8-10 Noppen. Da wird das Ganze festgemacht. Ansonsten bricht es gerade hier auseinander und genau das ist mir passiert. Keine Lust mehr. Es tut mir einfach leid. Aber ich habe so viel Sets zu bauen,
Und so wenig Zeit, mich mit damit zu beschäftigen. Ich hätte jetzt noch das Heckleitwerk gebraucht. Eine Tüte noch, Tüte 14. Aber nein, ich weiß nicht, was passierte, wenn das dann wieder, was da alles abgefallen wäre. Schade. Fazit von dem Set, wunderschöne Teile. Sehr gut. Millionen Fliesen, Millionen Jumper Blades, super Slopes, geniale Konstruktion, also geniales Set, aber eine absolut mangelhafte Konstruktion. Das hätte man anders erlösen müssen. Oder man hätte es einfach 20-30% kleiner gemacht. Es wäre immer noch ein mächtiges Flugzeug gewesen. Aber es wäre dann vielleicht auch stabiler geworden. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich schreibe es auf jeden Fall in den Titel rein, Bau abgebrochen. Das heißt, wer das fertig sehen möchte, der wird dann vielleicht schon direkt kapitulieren und sagen, gucke ich mir gar nicht erst an. Oder ihr habt Spaß daran, ergötzt euch daran, dass ich hier gescheitert bin. Ich bin mir sicher, es gibt Leute, die können das zusammenbauen, die haben das auch zusammengebaut bekommen, gar keine Frage. Mir gefällt da jetzt die Geduld, meine Nerven sind gespannt bis ans Ende. Das hat dann keinen Sinn mehr irgendwann. Ihr versteht das hoffentlich. Ansonsten wünsche ich euch trotzdem noch einen wunderschönen Tag und denkt immer dran, Glemmbausteine verbinden. Ja, und manchmal eben auch nicht.